Wie haben Sie diese eine Runde, die Sie jetzt geboxt haben, empfunden? Sie sind ja auch ein paar Mal getroffen worden, ein paar Mal abgekontert worden. Konnten Sie da schon das Gefühl entwickeln, ich werde diesen Kampf auf jeden Fall gewinnen, oder waren Sie überrascht? Können Sie das mal schildern? Ich weiß, Solis hat gute Reaktion, hat gute Augen, hat gute Amateurkarriere hinter sich. Er ist schnell, explosiv. Ein paar Wische, keine richtigen Schläge, habe ich bekommen. Aber trotzdem, zum Ende der Runde, habe ich gespürt, ich spüre mein Gegner. Ein Gegnergefühl. Er kann nicht auf längere Distanz boxen. Er kann nicht zu mir kommen. Er greift nach vorne und habe ich ein paar Schritte zurück gemacht. Der Schlag war nicht kein Zufall. Der Schlag haben wir schon seit längerer Zeit vorbereitet. Weil halb aufgezeigt. Und deswegen mit Linke habe ich gezeigt, als Finte, Rechte hat ihn getroffen. Das war kein Zufall. Schade. Ich werde Linke kämpfen gegen so einen guten Boxer. Man kann mehr Spaß für alle Boxbegeisterten bringen. Ist passiert, Verletzung. Ich wünsche Solis gute Besserung. Und wie habe ich gesagt, ich möchte nicht zurückschauen, ich möchte in Zukunft sehen. Wartet, ich hoffe, der nächste Kampf kommt bald, wo mein Bruder kann die letzte Gurke in Klitschko Family, unsere Familie bringen. Wir wollen Geschichte schreiben. Das war noch nie Geschichte. Das war Bruder hat diese kontrollieren. Schwergewicht. Total. Alle Weltmeistergurten, was gibt es überhaupt, wir sammeln in alle Familien. Und wegen meinem nächsten Gegner, ich denke mal, viel zu früh darüber sprechen, aber ich bin fest überzeugt, das wird eine interessante, attraktive, gute Gegner mit gutem Namen und wird eine sehr interessante Kampf. Ich will während der Kampf zurück zum Solis-Kampf. Wenn der Kampf wird nicht die erste Runde werden, habe ich. Jetzt kann ich unsere Strategie erzählen. Die ersten paar Runden, ich muss anschauen, was macht er, genau die Schwachstellen finden. Wir haben bestimmte Kombination vorbereitet. Wir haben bestimmte Planung gemacht, zusammen mit Herzlodek. Und unser Plan soll laufen nach der fünften Runde. Zwischen fünfter und achter Runde muss Schluss kommen. Weil ich war top-konditionell. Ich war sehr gut technisch. Und die Einzige, was kann mir stören, davon habe ich diese Angst. Ich kann nur mich selbst schlagen. Ich habe riesige Angst vor Verletzung. Gott sei Dank. Ich war gesund und drauf. Die ganze Vorbereitung ist vorbei, weil die Vorbereitung große Risiko verletzt zu sein. Verletzt zu werden. Ja, deswegen Kampf ist zu kurz gegangen, habe ich geplant, ein bisschen länger zu gehen.